Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Minecraft Bildung zusammen mit Let's Body. Hi! Ich glaube, ich muss füttern die Tiere. Oder? Oh, weil, hey, du musst, was habe ich mit meinem Inventar gemacht? R gedrückt. Nee. Eigentlich nicht. Ach, ich habe noch Speed. Das ist gut. Was? Warte. Was? Damn. Oh, bin ich gerade dumm oder stand da gerade? Der Mammut ist voll. Der Ella's Mutti rum ist voll. Warum steht er da und nicht das? Der Ella's Mutti rum ist voll. Gott, der Russe. Minecraft Albaner. Da hat der Bläure. Der Harry ist voll. Der Harry ist voll, Alter. So, jetzt noch die anderen zwei. Oh Gott, jetzt hatte ich kurz Angst. Wieso? Der Vogel, Alter, unser Terrorbird. Der lag so in der Ecke, Alter. Ich dachte schon, er wäre tot. Ja, dann wird der nicht in der Ecke warte. Liegen. Ja. Warte. Ja, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Warte. Hab ich eigentlich letztes Mal, wie ich es gesagt habe, habe ich dann eigentlich den Brachius ausgefüttert? Ich weiß es. Lass mir kurz schlafen gehen. Dann kann ich den füttern. Warum steht da ein Creeper? Steht kein Creeper. Da stand ein Creeper vor mir. Fängst du schon an, Sachen zu sehen, alter Mann? Ich schwör, das nächste Mal lass ich ihn einfach explodieren in unsere Hülle. Siehst du, was ich für einbilde? Dieses Gespräch hatten wir in der vorletzten Folge, die ich hochgeladen habe. Fängst du schon an, Sachen alter zu Mann. Sehen, alter Mann? Nämlich nicht alter Mann, alter Mann. Oh. Müll, alles Müll, weg damit. Ey, sollst du den Müll nicht wieder aufsammeln, du? Karma, Junge. Oh, so viele Hühner. Noch mehr Karma, Hühner. Junge. Karma, Junge, hört sich auch ein bisschen schlechter. Es ist nun ausgebrochen, ich erschieß. Alter, ist das geflogen! Ja, aber Karma, Mann, hört sich halt wirklich ein bisschen schlecht zu. Boah, Alter, ihr seid ja alle fast am Verhungern! Mein Gott, wo ist da euer Pfleger? Ich muss mal im Wald mit ihm reden. Du bist der Pfleger. Das Gewerbeamt weiß das nicht. Du bist ein schlechter Vater. Das gute alte Gewerbeaufsichtsamt. Das war letztens bei uns auch schon das da in der Arbeit. Wow, heilige Scheiße! Warte, ich glaube, ich habe gerade eine Systemlücke gefunden. Ja, ich glaube, dass denen das nicht gefallen hat, was die bei uns gesehen haben, übrigens. Egal. Egal. Bei uns fällt seit Ewigkeiten, unsere Decke ist also aus Platten gemacht, aus einzelnen, und da wurde eine wegen Arbeiten an den Kabeln zur Seite geschoben und das haben die eiskalt abgeschrieben. Ja, moin. Und das Beste war das, was ich jetzt aus der Folge rausschneide. Eine unserer Feuertürme wird zu einem alten grünen Kanister, so sieht aus wie so ein Benzinkanister auf. Nein! Nein! Wieso kommt der da raus? Wie kommt der da raus? Was ist wer ist raus? Oh, er ist wieder reingelaufen. Was passiert da? Ja, der Brachiosaurus, der ist jetzt so vier Blöcke hoch oder so und ich mach halt so, dass ich halt durchkomm, Loch in die Wand und er läuft einfach rein.
schlimmsten auf. Er ist 5 Jahre alt. Nice. Ja, die kommen so und dann gehst du zur Gelegenheit und sagst, hey, was sind die denn für welches? Ja, Gewerbeaufsichtsamt, so wegen Sauberkeit und so. Und dann sagst du, ja, was, sie schauen nicht sehr erfreut aus. Ja, denn bei dem grünen Kanister wäre ich auch nicht erfreut bei ihrer Arbeit. Die nehmen das alles viel zu ernst. Ja. Nein! Ich werde dich scheiß Dinge freuen. Danke. Yo, was macht ihr hier den Abgang? Was zu machen für einen Abgang? Eigentlich schneide ich sowieso fast alles raus, was ich gerade mache, weil das ist nicht produktiv für die Folge. Ja, aber du musst da wenigstens drin lassen, wie du. Ja. Ja, natürlich, natürlich. Kann ich einfach rausspringen mit meinem Speed, Alter? Nein. Ja. Warum rennt der Zombie nicht jetzt? Stirb du. Oh. Boah, der hat eine Karotte gedroppt. Oh, nice, eine Karotte. Boah, ich hab einen Creeper einen Headshot gedrückt. Jetzt kommen sie dunkel vor auf einmal in der Höhle. Da sitzt eine Spinne, Alter. Sie ist schon wieder Dinge, alter Mann. Schnauze, Alter. Oh, hast du ja schon gut was gemacht. Wäre es nicht besser gewesen, erst die Decke zu machen? Machen wir überhaupt nach oben? Warte! Verdammt, wir hatten immer noch oben. Aber warte, es sind Dodos, Alter. Stimmt. Okay. Die sind nicht so groß. Naja, da brauchen wir. Lass mal alle Fackeln da in der Mitte abbauen, damit wir schauen, wie viel Glowstone wir noch brauchen. Sollen wir anstattdessen 3 nach unten machen? Ich meine, wie hoch wird denn die Insel sein? Wird die Insel dann auf derselben Ebene den höchsten Punkt haben, wo wir jetzt stehen, oder? Können wir eigentlich so machen. Oder weil. Ja gut, und dann noch ein paar. Und dann halt so kleine Büsche noch drauf platzieren. Normale Pflanzen und halt so. So wie bei dem. Bei jedem Gehege bis jetzt. Stimmt. Ja, nee. Bei Mammut. Was sollte eigentlich? Bei Mammut so bei dem riesen Viech, das so in der Hälfte. Alter. Dieses Nashorn. Sollte gut ausgeleuchtet sein. So, dann reißen wir mal weiter ab. Yay! Juhu, das wird eine fette Timelapse, Leute. Pfah, stopp. Hast du gerade auch das Huhn gehört? Ich hab Hugo! Du hörst schon wieder Dinge, die nicht da sind, Alter. Das hat sich eher gehört, dass du ein Hugo gestorben hast. Als hättest du nach Hilfe gerufen, wäre doch noch in der letzten Sekunde so zu Schweigen gebracht worden. So ein richtig kurzes Aufquietschen, Alter. Der verrückte Pinkie Mörder ist draußen unterwegs. Oh nein, das ist wieder verrückte Axt, Mann. Boah, das waren noch Zeiten, Alter. Ja. Der verrückte Axt, Mann, und wie ist der mit dem Schwert? Der verrückte Axt, Mann, und... Boah, keine Ahnung. Die Höhle hier ist so ein Abfuck, Alter. Oh, fuck! Moin! Ah, da kommt ihr auf die Ebene, wo wir jetzt stehen, kommt da sowieso noch Sonne hin, oder? Wegen mehr. Es geht und so. Noch eine Ebene nach unten. Noch eins nach unten. Es glaube, das Sand hinkommen. Also müssen wir nochmal eine Runde. Also wir müssen ab da alles zubauen.
Weil irgendwie muss ja kein Stein sein. Oh mein Gott, was bin ich eigentlich für ein dummes... Ja. Ich hab die Samen verfüttert, was mein Huhn Pet braucht, um mich auf Trab zu halten. Dich heim zu machen. Ja, wer kennt's nicht, einmal am Huhn riechen und du bist auf 180er. Oh. Einmal am Huhn riechen. Hast du nicht? Das wäre jetzt so ein Codewort für Join. Hast du nicht immer so ein Küken in deiner Tasche? Wir reden darüber nicht. Ich finde schön, wie wir aus unseren vorherigen drei Blöcken auf 4 geworden sind. Das Nervige, so ein Hühnchen in der Tasche zu haben, ist dieses Quietschen immer, wenn du dich hinsetzt. Wie gesagt, Leute, lasst mich im Zoo arbeiten. Falls ihr den Job im Zoo habt, ruft einfach an. Apfel macht's. Apfel ist euer Mann. Euer Mann für den Zoo. Das Tier will nicht fressen, ich bring's zum Fressen. Oh Gott. Oh, weißt du, was ich letztens wieder gefunden habe? Oh Gott, was? Unsere Werbungen von Gulrock für unsere Gebäude. Die waren aber nice. So, jetzt habe ich wieder genug gemein. Du musst ein Ende, man. Dann habe ich gerade gefightet. Wo ist der? Warum läuft der weg? Bleiben Sie stehen. Oh, das sind zwei. Da läuft er! Der ist tot, der erste ist tot. Die Sau ist da oben! Die Sau ist nicht da oben, der ist nichts! Wo ist denn? Der ist gefallen. Der ist gefallen. Die Sau. Ich muss kurz mein Game neu starten. Das Gewitter fickt mein Game. Dann macht er sich wieder vom Acker, der alte Mann. Wer von uns beiden ist alt? Du brauchst Drogen? Ich nicht. Nee. Ja, doch. Das hat nichts mit Alter zu tun. Doch, du brauchst Drogen oben mit. Ich brauch nicht Drogen, um mit der Witze zu halten, ich brauch Drogen, um besser zu sein. Ich dachte, es kommt von mich rauszuhalten. Mein Gott, das ist ja gut gewesen. Ja, ge- siehst du, ich bin nicht, ich denk nicht immer so beleidigend wie du. Jetzt bist du einfach zu alt, um das zu sehen. Oh nein! Hier ist schon wieder eine Höhle! Wieder ist schon wieder eine Höhle. Ist schon wieder eine Höhle. Warum ist schon wieder eine Höhle? Aber die ist schon ausgeleuchtet. Wir waren da unten dann auch schon. Wären wir bei drei Blöcken, dann wären wir auf die Höhle niemals gestoßen. Da unten. Moin. In der Folge heben wir alle 4 Blöcke noch aus. Das ist sogar krass. Schön, dass du unten reinspringst, um das zu machen. Ja, ist angenehmer. So habe ich jetzt instant mal alles weggemacht. Nicht immer so kleine Stückchen, ne? Wurde dir das auch vorgeschlagen, dieser YouTuber, I survived 100 days in a zombie apocalypse? Nee, der nicht. Ging voll ab und jetzt habe ich mir den Kanal mal angeschaut, der macht mehr solche Sachen, ne? Das ist ja mega geil. Verschiedene Maps mit 1000 Mobs, 100 Minecraft-Tage überleben. Ja. Die Zombie-Apokalypse, die musst du dir mal anschauen, weil die Mod wäre, glaube ich, auch was für uns. Für so eine Mini-Challenge. Nee, diese Zombie-Apokalypse, ne?
Die Map bekommt man nur, wenn man bei ihm natürlich auf Patreon folgt, aber... Die Mods, glaube ich, kann man so schon finden. Uns wurde heute gesagt, dass wir in Nebenfächern keine Kurzarbeit nicht mehr schreiben, sondern zwei mündliche Noten machen, um den Stress ein bisschen zu vermindern. Und denke ich mir, ja geil, es ist ja auch viel geiler, viel weniger stressig vor der Klasse irgendwas zu labern, als jetzt auf eine Kurzarbeit irgendwas auswendig zu lernen. Das ist aber so. Und dann denke ich mir, what the fuck? Und dann sagt halt die Lehrerin so, yo, sie macht das normalerweise immer im zweiten Halbjahr so, wir machen ein Projekt. Und ich denke mir, scheiße, kein Bock. Dann ja, also entweder er geht vor die Klasse zu viert oder so und führt sowas wie eine politische Diskussion. Nicht mehr? Nee. Da bin ich raus. Nein, das geht nie gut aus, Alter. Ja, dann. Oder ihr schreibt eine Rede fürs EU-Parlament und haltet die vor der Klasse. Nee. Nicht mehr? Okay. Die Note ist richtig scheiße. Da bin ich richtig gefickt. Aber dann kam noch, Möglichkeit Nummer 3, wir kriegen ein Thema und müssen dazu ein Lernvideo machen. Da dachte ich mir, da sehe ich mich. Oha, oha. Ist es egal, was du da machst, oder? Wir kriegen ja ein Thema vorgegeben. Ja, aber mit welchen Mitteln du das musst, also... Ja, als Beispiel hat der halt jetzt so ein 085, also so ein, nicht 085, sondern so ein Standard, Erklärvideo genommen, wo du halt diese Hände hast, die immer wieder was hinballern und gesagt, ja, so ungefähr soll das halt dann werden. Da dachte ich mir, okay, nee. Irgendwie so kann ich es machen, aber die Hände sind halt, nee. Die, ja, immer diese Lernvideos, wo er dann mit so Papierschnipseln das so umeinander schiebt und so erklärt und so, ja. Und so ungefähr soll ich das halt dann machen. Und da dachte ich mir, okay, das sehe ich mich, das mache ich. Ey, dann hat sie halt gesagt, ja, aber wenn man alleine machen will, dann sollte man halt eher eine Rede machen, weil das ist nicht so aufwendig wie ein Erklärvideo. Ich denke mir, nee, ich mach lieber das Video. Lieber setze ich mich da 40 Stunden hin und mache ein Video, als 20 Minuten und schreibe eine Rede. Echt so. Ey, wenn wir das in Geschichte gehabt hätten, ich hätte mich da hingesessen, Alter, mit Battlefield hätte ich ausgepackt, Alter. Und was nicht alles. Damals, Zweiter Weltkrieg. Der Panzerkrieg zwischen den Russen und den Deutschen an der Ostfront mit Shellshock, Digga. Der Dino D-Day. Ja, nee, aber ich mach dann da for real so ein Video. Das lade ich auch auf ICTV hoch. Das wird kommen. Oha, nice. Es wird schon gekommen sein, wie. Wenn das Video hier ankommt. Es wird schon. Was war das jetzt? Das dritte Vergangenheit. Es gibt Geld. Das war eine dritte Vergangenheit, klar gibt es dritte Vergangenheit. Es wird gekommen werden sein. Es wird gekommen gewesen. Nee, warte. Es wird schon gekommen sein. Es wird gekommen sein. Ja. Deutschprofis. Ich sehe schon das sechste Video. Songs, Alter. Ach, warte mal. Hier hast du übrigens dein Glowstone. Ja, danke. Nein. Okay. Ah, schade, kein Huhn. Ja genau, jetzt hier unten brauchen wir auch noch einen Huhn, oder? Mir ist gerade wieder eingefallen, woher ich die Hühner bekomme. Ein Huhnfett, wenn es was frisst, liegt ja nahe. Der Chespertarian ist voll, Digga. Jasper ist auch super. Oh, ein Synchronisation, baum hier ab, Alter. Oh, jetzt sind wir. Nice. Sind noch Sounds, die man so selten hört. Zwei Minecraft-Spieler, die gleichzeitig was abbauen. Mein Gott, ich hoffe. Ja! Was ist jetzt? Verdammt.
Nein! Oh, hä? Warum sind da drei? Vier? What? Warum sind da vier? Hast du gerade ein Ei geworfen? Ja! Wo sind denn vier rausgekommen? Was ist das denn für ein Killer-Ei? What, wie geil! Und das eine hat sich hinterher verpisst? Junge! Was, wie das eine hat sich verpisst? Achso! Komm, gib mir Sam! Wir müssen die einsperren! Warte! Ja, genau! So, kommen Sie mal alle her! Du auch. Als ob da auf einmal vier sind, Digga. Junge, wie geil einfach. Ey, du wirst einer ein. Es sind Vierlinge. Es sind Vierlinge. Ey, der letzte Block. Nice, wir sind... Wir haben es ausgehoben. Oh mein Gott, ich muss erst mal zurück in Chespertarian in meinem Inventar ausleeren. Jetzt. Nein! Was sagst du? Nein! Es läuft! Es rennt! Warum habt ihr keinen Bock mehr auf mich? Es fliegt! Es fliegt! Komm her! Du auch! Hey, nein! Warum laufen die denn zu dir? Ich hab doch die! Hä? Ich komm schon! Hey, folg mir. Nein, Grotti! Nein, jetzt teilen sie sich auf! Kinder, bleibt hier! Ich glaube, ich erschaffe mich. Gehorcht mir! Zombie! Was, Zombie? What? Okay, warte. Ich hab sie. Nein, du. Wo steht der denn da ganz hinten? Okay, ich hab sie an buchstäblich an der Leine. Geh weg! Hast du Glas oder kein so? Kein Glasblock! Glas habe ich, aber kein Glas. Geh kurz weg! Glas habe ich, aber kein Gras! Wir gehen auf Nummer sicher! Sie geht nicht weiter rein! Oh Gott, jetzt komm raus! Schnell! Ja! Ja! Perfekt! Nice! Oh, ich würde ehrlich sagen. Ein Ei für unsere Wall of Fame? Ich würde ehrlich sagen, ich dachte nicht, dass wir es schaffen, aber wir haben das jetzt in 30 Minuten ja alles ausgehoben. Nicht mal. Ich finde doch nice, was alles passiert ist in diesen 30. Es ist echt so gestört. Aber würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben mehr. Ja. Wir haben es schneller geschafft, als ich gedacht habe. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Let's Grotti mein Kanal vorbei. Seid gespannt auf die nächste Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aua.